Ökologisches Straßenmanagement. Eine Wanderung durch den Naturerbewald bei Blankenburg. 26. März, 9 Uhr. Bei herrlichem Sonnenschein treffen sich rund 50 Wander- und Naturfreunde auf dem Parkplatz beim Schlosshotel. Geplant ist eine 9 Kilometer lange Erlebniswanderung von Hüttenrode durch den Naturerbewald zurück zum Großen Schloss. Wir sind eigentlich dabei, weil die Harzer Wandernadel hat halt Werbung gemacht auf ihrer Homepage. Und dann stand da natürlich noch 3 Sonderstempel und da haben wir gedacht, machen wir mal mit. Wir nehmen an den Wanderungen ständig teil, weil wir Wandergesellen sind. Zum Wandern. Die Idee für solch eine Aktion hatte die Stiftung Umwelt, Natur und Klimaschutz. Ja, wir möchten natürlich einmal zeigen, was das ökologische Trassenmanagement überhaupt bedeutet. Die Stadtwerke Blankenburg sind da unsere Partner und sind sehr aktiv hier im regionalen Engagement. Und wir möchten Ihnen natürlich an diesem schönen Tag heute auch den Naturerbewald mal vorstellen. Ganz passend mit der Sonne, das Frühlingserwachen im Naturerbewald zeigt sich bei einigen Frühjahrsblühern. Und insgesamt ist der Naturerbewald immer eine Wanderung wert. Und wir haben ganz viele auch tolle Sonderstempel, die ergattert werden können und sowieso einige Stempel im Naturerbewald, die die Harzer Wandernadel zur Verfügung stellen. Gemeinsam mit den Stadtwerken Blankenburg und der Harzer Wandernadel wurde diese Tour organisiert und das Datum der Wanderung nicht zufällig gewählt. In den Gesprächen, wie wir die Kooperation fortführen mit der Stiftung Umwelt, Natur und Klimaschutz am Trassenmanagement, kam auch die Idee, dass wir zum Irsauer am 26. März eine gemeinsame Wanderung machen, um auch dieses Projekt mal in die Stadt zu bringen, Interessierten auch mal zu erläutern, was dort oben passiert. Und das fanden wir ganz toll. Das Wetter passt, das ist alles super. Mit dem Bus geht es zur Stromtrasse südlich von Hüttenrode. So wird die erste große Geländesteigung ohne körperliche Anstrengung gemeistert. Denn es soll eine Wanderung für alle Altersgruppen sein. Hier wird eine Stromtrasse vorgestellt, die sich im Einklang mit der Natur befindet. Unter den Starkstromleitungen wird auf das traditionelle Mulchen verzichtet. So können sich wertvolle Biotope entwickeln und die Artenvielfalt wird gefördert. Welche Vorteile das Projekt mit Vorbildcharakter noch hat, erläutert Stadtwerke-Vertriebsleiter Steffen Obst. Ökostrom RE bedeutet für uns, dass wir Ökostrom kaufen. Das ist Wasserkraft, ist nicht aus dem Erneuerbaren Energienprogramm geförderter Strom, sondern Tatsache separat erzeugter Strom. Und dieses RE ist das regionale Engagement. Das heißt, wir haben ein regionales Klimaschutzprojekt, an dem wir uns hier befinden, das Trassenmanagement an der Hochspannungsleitung. Und da unterstützen wir noch mit einem zusätzlichen finanziellen Beitrag die Hege und Pflege dieses Projekts. Die 5 Jahre, in denen wir jetzt schon unser Ökostrom RE in Blankenburg praktizieren. In der Zeit haben wir schon über 55.000 Tonnen CO2 eingespart. Wir beschäftigen uns ja in anderen Projekten auch, im Bereich Elektromobilität zusätzlich, Mieterstromprojekte. Ja, ein Bestandteil auch ist, das Vibes ist ja Blankenburg auch Energiekommune des Monats geworden. Viel Wissenswertes zu Ökostrom, Trassenpflege, Artenschutz, Totholz und Frühblüher erfahren die Teilnehmer während der Tour. Auch Blankenburgs Bürgermeister Heiko Breithaupt begleitet die Wanderer. Ja, weil die Strecke natürlich auf unserem Gebiet hier in Hüttenrode und Blankenburg liegt, weil die Projektpartner unsere Partner der Stadt sind, also die Stiftung Umwelt, Natur und Klimaschutz und natürlich unser Tochterunternehmen, die Stadtwerke Blankenburg. Und weil es ein Thema ist, das wirklich in den großen Bereich der Artenvielfalt unserer Stadt fällt. Und dafür auch das Bewusstsein zu wecken und weitere Anreize zu geben, darum bin ich heute hier. In der Nähe der Trasse treffen die Wanderer auf den Imker André Koppelin, der hier einige Bienenvölker stehen hat. Die kleinen Helfer der Natur sammeln fleißig den Nektar und bestäuben dabei nicht nur die Pflanzen, sondern erzeugen so
den echten Harzer Gebirgshonig des Naturerbewaldes. Der Ertrag der Völker ist in diesem Bereich allerdings nicht so hoch wie in anderen Gegenden. Umso wertvoller ist das kleine Honigglas, das sich alle Teilnehmer dank der Stadtwerke mitnehmen dürfen. Der Naturerbewald hat noch viele weitere Besonderheiten der Fauna und Flora aufzuweisen. Das Wort sagt es an sich schon, Naturerbe. Also es ist ein Erbe, das den nächsten Generationen übergeben werden soll. Dieser Naturerbewald wird prinzipiell nicht mehr genutzt, sondern er unterliegt dem Prozessschutz. Das heißt, der Wald kann sich selbst entwickeln. Das ist noch nicht auf der gesamten Fläche der Fall, sondern an einigen Flächen greifen wir auch noch steuernd nach, wo wir wieder Laubholz einbringen. Das machen wir noch zum Beispiel über Saat oder Ähnliches. Aber das Holz wird nicht mehr genutzt. Das ist hier Ziel, politisches Ziel im Naturerbewald der Stiftung Umwelt, Natur und Klimaschutz. Das sind über 2000 Hektar, die arrondiert um die Stadt Blankenburg herum liegen. Von Kattenstedt bis nach Hüttenrode, bis zum Schloss Blankenburg und bis Heimburg. Diese gesamte Fläche ist der Naturerbewald der SUNK, der Stiftung Umwelt, Natur und Klimaschutz. 2011 sind die Flächen übergeben worden und seitdem sind sie im Eigentum der Stiftung und werden sich sozusagen in 60% der Fläche schon selbst überlassen. Derzeit erarbeiten wir mit einem Büro zusammen einen Naturerbeentwicklungsplan. Und in diesem Naturerbeentwicklungsplan wird ganz konkret festgehalten, welche Maßnahme noch auf welcher Fläche laufen soll, um einen bestimmten Lebensraumtyp hier zu entwickeln. Wir haben sehr viele besondere Tierarten im Naturerbewald. Wir haben die Wildkatze zum Beispiel, wir haben den Luchs, wir haben den Schwarzstorch, wir haben den Schwarzspecht, wir haben sehr viele Schmetterlingsarten. Also Naturerbewald ist immer eine Wanderung wert. Zwei Kilometer weiter am Ortsrand von Hüttenrode gibt es für die Wanderer eine Stärkung. Die Stadtwerke organisierten ein reichhaltiges Mittagessen mit Erbsensuppe, Kesselgulasch und einem vegetarischen Gericht. Danach geht es 7 Kilometer durch den Naturerbewald nach Blankenburg, vorbei an vielen interessanten botanischen Besonderheiten. Die Wanderung war sehr schön, haben unterwegs noch einige Krötenarten und auch Blindschleichen gesehen. War echt schön. Und was Wissenswertes über Totholz erfahren. Mir hat es super gefallen. Wetter bombastisch, einfacher Laufweg, tolle Runde, tolle Gespräche, gutes Netzwerk. War schön. Gegen 14 Uhr treffen die Wanderer dann am großen Schloss ein, wo sie noch eine weitere Überraschung der Stadtwerke erwartet. Unsere Wanderung am 26. März ist bei unseren Gästen und Besuchern sehr gut angekommen. Die Gäste waren begeistert, haben sehr viel Neues und Wissenswertes über unsere Natur, Flora und Fauna erfahren und sind jetzt erfolgreich am Großen Schloss angekommen. Die Wanderung, der Ausflug ist hiermit beendet. Und als kleine Überraschung von den Stadtwerken Blankenburg konnten wir unsere Teilnehmer überraschen mit einer recycelten Eierbox und selbstverständlich mit Bio-Eiern vom Erlenhof der Familie Hege mit ihrer Hühnerfarm aus Wienrode. Und unter dem Motto Öko, Natur und Klimaschutz gibt es auch anlässlich des bevorstehenden Osterfestes ökologische Ostereierfarbe. Wir wünschen den Teilnehmern viel Spaß beim Eierfärben und bedanken uns für die Teilnahme. Es war ein sehr schöner Tag für jeden Teilnehmer. Die Blankenburger Stadtwerke wünschen all ihren Kunden ein frohes Osterfest.